In den letzten Tagen des Dritten Reiches, als er sich bereits im Bunker verschanzt hatte, wiederholte der Führer immer wieder denselben Namen. In einem Funkspruch, der am 29. April an das Hauptquartier der Wehrmacht geschickt wurde, fragte Hitler: Wo ist Wenks Vorhut? Wann wird er die Offensive beginnen? Zeugen erinnerten sich, dass Wenks Armee zu einer Obsession des Führers geworden war, der an einen einzigen Schlag glaubte, der den Ausgang des Krieges verändern könnte. Nur hatte General Walter Wenck selbst nicht vor, in einem letzten Angriff zu sterben, um Hitler zu retten. Zum Zeitpunkt der Übermittlung des Funkspruchs entfernte er sich von Stunde zu Stunde weiter von Berlin. Aber wer war General Wenck und warum verließ sich Hitler im April 1945 auf ihn? Der in Wittenberg geborene Walter Wenck stammte aus einer Offiziersfamilie und wählte schon früh seinen militärischen Weg. Während des Ersten Weltkriegs war er Kadett und diente im Freiwilligenkorps. Im Frühjahr 1918 wurde er an der Höheren Militärschule in Groß-Lichterfeld eingeschrieben. Nach der Niederlage des Krieges und der Revolution in Deutschland trat Wenck den Freikorps bei und beteiligte sich an der Niederschlagung linker Demonstrationen. Sein junges Alter ermöglichte ihm eine gemächliche Karriere in den Truppen der Weimarer Republik. Erst 1933, nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, erhielt Wenck den Rang eines Leutnants. Unter Hitler war Wencks Karriere erfolgreicher, obwohl es schwierig ist, ihn den ideologischen Anhängern Hitlers zuzurechnen. Er zeichnete sich erstmals während des Frankreich-Feldzugs aus, als er als operativer Offizier einer Panzerdivision die Operation zur Einnahme von Belfort entwickelte und durchführte. Diese Stadt war für Deutschland von besonderer Bedeutung, da die deutsche Armee sie während des Deutsch-Französischen Krieges erfolglos belagert hatte. Wenck meisterte die Situation blitzschnell und wurde dafür nicht nur mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet, sondern auch von Heinz Guderian zur Verfügung gestellt. An der sowjetisch-deutschen Front wurde er für eine Eigenschaft berühmt, die für einen deutschen Befehlshaber zunächst nicht unbedingt erforderlich schien. Wenck befreite sich meisterhaft aus kritischen Situationen und brach mehr als einmal aus der Umzingelung aus. Dies gelang ihm während der Schlacht um Moskau und dann in Stalingrad, wo er die bereits geschlagenen rumänischen und deutschen Einheiten führte. Im Frühjahr 1943 erhielt er den begehrten Rang eines Generalmajors. Mit diesem Rang erhielt er den Spitznamen Junger General. Die Wehrmacht hielt an der alten Tradition fest, Generalsränge an Personen zu vergeben, die näher an 50 Jahre alt waren. Aber Walter Wenck wurde zu einer Ausnahme. 1943 wurde Wenck Stabschef der 6. Armee, aber nicht der in Stalingrad untergegangenen, sondern der neu gebildeten. Dann kehrte der General zu seiner Heimat, der 1. Panzerarmee, zurück, mit der er erneut aus dem Kessel, diesmal Kamenetz-Podolski, ausstieg. Anfang 1945 entwickelte Heinz Guderian, der inzwischen Chef des Generalstabs des Heeres geworden war, einen Plan zur Niederschlagung der sowjetischen Truppen, die an der Oder durchgebrochen waren. Das Kommando über die Truppen, die einen Gegenschlag in Pommern durchführen sollten, wurde Wenck übertragen. Guderian, der seine Kandidatur verteidigte, geriet mit Hitler in Streit, erreichte aber sein Ziel. Zwei Tage der Sonnenwende genannten Operation verliefen erfolgreich. Und am dritten Tag hatte Wenck einen Autounfall, bei dem er 5 Rippen verletzte, weshalb er ein Korsett tragen musste. Die vorrückenden deutschen Truppen wurden besiegt. Aber Hitler konnte sich davon überzeugen, dass ohne den Unfall von Wenck alles gut gegangen wäre. Hätte ich den Krieg mit Kommandeuren wie Wenck begonnen, hätte ich ihn gewonnen, behauptete der Führer. Am 10. April 1945 wird General Wenck, der sich nie mehr richtig erholt, mit dem Kommando über die 12. Armee beauftragt, die die Wende in den Kämpfen an der Westfront herbeiführen soll. Die Armee wurde aus 17-jährigen Jungen, Kadetten von Militärschulen, zur Arbeitsfront mobilisierten Personen sowie aus den versprengten Resten der zuvor besiegten Einheiten gebildet. Darüber hinaus war die Armee in Bezug auf Ausrüstung und Bewaffnung stark eingeschränkt. Sie verfügte beispielsweise über selbstfahrende Artillerie, aber keine Panzer. 10 Tage später erhielt Wenck einen neuen Befehl. Er sollte die Amerikaner und Briten vergessen und sich nach Osten wenden, um eine Operation zur Befreiung Berlins von den sowjetischen Truppen durchzuführen. Am 22. April kam er persönlich zu seinem Befehlshaber Feldmarschall Wilhelm Keitel, der sagte, dass es die Hauptaufgabe des Generals und seiner Armee sei, den Führer zu retten. Allerdings hatte Keitel einen zweifelnden Blick in den Augen.
und er glaubte eindeutig nicht an das, was er sagte. Wenck erkannte, dass es Selbstmord wäre, mit seinen Truppen nach Berlin zu eilen. Aber in dieser Situation dem Führer nicht zu gehorchen, würde bedeuten, sein eigenes Todesurteil zu unterschreiben. Und so trat der General in Aktion. In westlichen Quellen wird behauptet, dass es der 12. Armee fast gelungen wäre, Potsdam zu erreichen und sich fast der Garnison von Berlin anzuschließen. In Wirklichkeit stimmt das überhaupt nicht. In die Reichshauptstadt einzubrechen hatte Wenck nicht vor. Sein Schlag in Richtung Berlin kam den marschierenden Kolonnen eines der Mechkorps der 4. Panzerarmee von General Iljuschenko entgegen. Da die sowjetischen Einheiten nicht ausgerüstet waren, konnte die Armee von Walter Wenck einen ersten Erfolg verbuchen. Die sowjetische Führung reagierte jedoch schnell auf die Bedrohung und bald wurde die 12. Armee aufgehalten. Wenck erreichte Potsdam nicht, sondern bot den Resten seiner Garnison per Funk an, sich auf den Weg zu ihm zu machen. Wie bereits erwähnt, hatte sich Walter Wenck schon oft aus Kesseln befreit, sodass ihm klar war, dass er in naher Zukunft vollständig von den sowjetischen Armeen umzingelt sein würde. Wenck weigerte sich, weiter vorzurücken und teilte Keitel mit, dass diese Möglichkeit nicht bestehe. Die Antwort auf Hitlers Ersuchen war ein Funkspruch von Generalfeldmarschall Keitel. Wencks vorgerückte Verbände werden vom Feind im Gebiet südlich des Schwielowsees aufgehalten, sodass die 12. Armee die Offensive auf Berlin nicht fortsetzen kann. In der Tat war diese Nachricht ein schwarzer Fleck für Hitler und Eva Braun. Nach dem Tod des Führers begann die 12. Armee, sich an die Elbe zurückzuziehen. Wenck nahm Verhandlungen mit den Amerikanern auf, um mit Truppen und Flüchtlingen in das von ihnen kontrollierte Gebiet zu ziehen. Am 7. Mai kapitulierte der General vor der US-Armee. Walter Wenck wurde ohne jede Anklage freigelassen, was ihn schockierte. Es stellte sich heraus, dass die Russen, vor denen er geflohen war, nicht nach ihm gesucht hatten, weil sie seine Gestalt nicht für beachtenswert hielten. In einem Brief von 1949 schrieb Walter Wenck: "Es ist ein Gefühl der Abscheu, dass mich niemand anklagt. Selbst die Russen spucken auf mich. Wozu brauchen sie mich? Und wozu brauche ich mich?" Der junge General schlug keine Karriere in der neu geschaffenen Bundeswehr ein, sondern ging in die Wirtschaft. Wenck war in der Rüstungsproduktion tätig und zog sich in den 60er Jahren zurück, um nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Er starb 1982. Der gescheiterte Retter Hitlers kam im hohen Alter bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Walter Wenck wird oft als der einzige General bezeichnet, der Hitler vor Niederlage und Tod hätte bewahren können. Aber meistens wird diese Möglichkeit mit großer Skepsis betrachtet. Seien wir ehrlich, nicht einmal 10 Armeen hätten das Kriegsende herbeiführen und die Sowjets und Amerikaner besiegen können. Die Rettung Berlins durch die Armee von Walter Wenck war eine Fiktion, auf die Hitler hoffte, der zu diesem Zeitpunkt jeden Kontakt zur Realität verloren hatte.